Hallo zusammen, ich war einkaufen. Wie ungewöhnlich, oder? Nun denn, es ist nur ein Mini-Haul. Es ist wirklich ein Mini-Haul. Ich bin durch ein DM geschlendert und da waren alle möglichen neuen LEs aufgebaut. Und was soll ich sagen? Ich habe nichts mitgenommen. Ich habe nichts mitgenommen. Es hat mich nichts angesprochen. So gut wie nichts. Von den meisten LEs wirklich nichts. Das einzige, Manhattan hat mich angesprochen. Und zwar nahm ich mir von Manhattan zwei Lippenstifte mit. Einmal diesen. Hier so einen kleinen Swatch. Und ich muss sagen, ich bin mit den Manhattan Lippenstiften doch sehr zufrieden. Also in letzter Zeit kristallisiert sich bei mir raus, dass ich die wirklich gerne benutze. Und das dunklere ist jetzt hier der zweite, so. Und die Farben haben mir gut gefallen und deswegen duften die auch mit. Von den anderen LEs, es hat mir nichts gefallen. Es hat mir nichts gefallen. Ich weiß nicht. Der eine Blush von Catrice war vielleicht ganz interessant, aber ausverkauft. Ja, Pech. Wobei, diese Duo Blushes, ich weiß nicht, irgendwie hat er mich dann so überzeugt auch nicht. Also ich traue ihm nicht nach, dass er ausverkauft war. So ist es nicht. Und ansonsten war leider nichts, was mir gefiel. Oder es hat mir gefallen und ich dachte mir, nee, sowas hast du schon zu Hause. Das brauchst du dann auch nicht. Nicht zwingend. Und ja, so habe ich dann halt da nichts weiter mitgenommen. Was ich jedoch mitgenommen habe, ich habe ja von Bébé Yankaire Morgenglanz und Abendschimmer die Duschbäder. Und jetzt klingelt's. Mini-Horn und es klingelt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Der Postbote war gerade sehr nett. Ja, der hat mir was gebracht. Da seht ihr auch noch ein Video zu. Nun denn, verrate ich noch nicht weiter. Das werdet ihr wahrscheinlich sogar vor diesem Video sehen. Daher kann ich es euch ja sagen, ist die Glossy Box. So. Die seht ihr aber, die habt ihr schon gesehen. Wenn ich dieses Video hochlade, habt ihr sie schon gesehen. Daher konnte ich sie euch mal kurz zeigen. Wo waren wir? Ach ja, wir waren bei Abendschimmer und Morgenglanz. Habe ich mir ja als Duschbad gekauft und sagte noch, ich weiß nicht, ob da je Bodylotions rauskommen. Da hatten viele von euch dann mir drunter geschrieben, ja, ja, gibt's schon bei uns. Ja, bei uns jetzt auch, ne? Also bei mir. Ne, haben wir auch. Bin ich gespannt. Riecht ja schon mal so recht gut und wird von mir dann in Kombination mit dem Duschbad benutzt. Ne? Und wenn ich so viel Bodylotion habe, werde ich das Duschbad, glaube ich, auch mal sparsam benutzen und nicht so verschwenderisch wie sonst, damit es auch ungefähr gleich hinkommt mit dem Aufbrauchen. Zumindest versuche ich mir Mühe zu geben, dass es klappt. Ja, und dann habe ich dieses möchte gern Hunde knutschen miteinander. Das Knurren im Hintergrund ist Chira, die Susi gerade den Kopf ableckt. Oder nein, es ist glaube ich Susi, die knurrt, weil Chira ihr den Kopf ableckt. Und Chira macht das immer so, dass Susi so nass wird am Kopf, als wenn sie frisch aus dem Regen kommt. Und ja, Hundeliebe halt, ne? Lesbische Hundeliebe oder so. Geht's euch gut? Susi muss sich in ihr Schicksal fügen. Wenn Chira der Meinung ist, da muss jetzt der Kopf nass geleckt werden, dann ist das halt so. Nun denn, ich habe dieses Möchtegern-Muttertags-Geschenkset von Alverde gekauft. Ja, Lemon Love nennt es sich, dieses hier. Ich habe es schon ausgepackt. Erfrischendes Duscherlebnis, erfrischendes Pflegeerlebnis. Käsekuchen ist back. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Ich finde, es riecht wie Käsekuchen. Ich finde, es riecht wie die Zuckerschnute von Balea. Und das hört sich verboten an mit den Hunden. Aber so im Großen und Ganzen lasse ich mich mal überraschen, wie es sein wird. Die Bodylotion fühlt sich auf der Haut schon mal ganz gut an. Aber ein bisschen klebrig. Und es stinkt einfach wie Käsekuchen. Es riecht wie Käsekuchen. Also Zuckerschnute ist back.
finde ich zum Muttertag zum Beispiel jetzt nicht so geeignet, der Mama zu schenken. Ich glaube nicht, dass da viele Mamas von happy sind. Naja, nun denn, man muss nicht jedes Geschenkset verschenken. So, das war's von meinem kleinen Mini-Haul. Und ich verabschiede mich jetzt mal ganz schnell, denn ich will die Glossybox jetzt auspacken. Und ja, bis dann. Tschüss.